Crispy Rob hat etwas ganz Großes, eine ganz große Überraschung. Es wird crispy, sagt der. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich schneide nochmal ganz kurz meine Kamera hier richtig zu. Crispy Rob sagt, es wird crispy. Da will ich auf jeden Fall mal wissen, was jetzt also genau crispy wird. Das möchte ich auf jeden Fall wissen. Ja, Mann, lasst uns das Video von Crispy Rob gucken. Meine große Überraschung, es wird crispy. Crispy Rob, was hast du für uns für eine große Überraschung? Ich hoffe, es hat irgendwas mit Chips zu tun? Keine Ahnung, wir schauen rein. Heute geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Die ganzen Monate haben wir so hart an diesem Projekt gearbeitet. Ich will euch gar nicht mehr auf die Folter spannen. Der Countdown ist vorbei. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist 20 Jahre in die Vergangenheit reisen. Macht euch bereit. Was? Worum geht's, Digga? Worum geht's? Worum geht's? Es war ein Samstagmorgen. Oh, Digga, mit einer Animation. Noch dunkel, als der kleine Rob um 5 Uhr in der Früh aufwachte. Seine Eltern schliefen noch und er schlich sich heimlich in die Küche. Wenn es zwei Dinge gab, die der kleine Rob liebte, dann waren das Animes und Geld. Anime schauen und Snacks. Okay. Deswegen ist der kleine Rob an diesem Samstag extra früh aufgestanden, um seine Ruhe zu haben. Okay. Wie durch Schicksal entdeckte er in der Küche eine riesengroße Tüte Chips. Ich wusste es, Leute. Es wird crispy. Es werden eigene Crispy Rob Chips. Er schnappte sich die Chips, flitzte zur Couch und schaltete den Fernseher an, denn da lief samstags um 5 Uhr morgens. Kickers, so eine geile Serie, immer richtig gefühlt. Ich wollte immer der Ball sein, der von allen rumgetreten wird. Was? Kickers. Rob liebte Kickers. Doch während die anderen immer davon träumten, irgendwann mal Fußballprofi zu werden, träumte der kleine Rob nur davon, einfach sein ganzes Leben lang Chips zu essen und richtig fett zu werden. Von den größten, knusprigsten und würzigsten Chip der Welt zu finden. Freunde, ihr habt es gerade gesehen, für mich geht heute ein Kindheitstraum in Erfüllung und der ein oder andere konnte... Warum ist Crispy Rob in einer Wüste? ...sich bereits denken, aber jetzt kann ich es offiziell verkünden, ich, Rob Crispy Rob, bringe meine eigenen Kartoffelchips raus. Und nicht nur meine eigenen Kartoffelchips, sondern meine eigene Marke. Denn das hier ist keine Kooperation. Ist, ich hatte mich vor einem Jahr hingesetzt und überlegt, wie kreiere ich den perfekten Kartoffelchip, und somit fängt die Reise an. Ich glück in den letzten Jahren, mich echt durch die gesamte Chipswelt zu probieren. Und ihr habt es auch in den Videos gesehen. Somit hatte ich Zeit genug, nach dem perfekten Chip zu suchen. Ich habe mich auf jeden Fall durch ganz Deutschland gegessen. Die halbe Welt, würde ich fast sagen. Dementsprechend konnte ich immer schauen, okay, was gefällt mir nicht an diesen Chips? Sind die vielleicht zu dünn? Sind sie nicht crispy genug? Sind sie nicht würzig genug? All das Wissen habe ich genutzt, um den perfekten Chip zu entwickeln. Eigentlich eine gute Ausrede zu sagen, ich habe Research gemacht. Ich habe die ganze Zeit Chips gefressen, ich bin fett gewesen. Ich habe das nur gemacht wegen Research. So ein Ding. Chips, wie sie sein sollten. Und die besten Chips, die ich so gegessen habe, kamen aus Spanien. Und genau deswegen befinden wir uns auch gerade hier in Spanien, denn da hinten ist die Fabrik, wo die Chips, wie sie sein sollten, hergestellt werden. Ich würde sagen, wir begeben uns mal direkt zur Fabrik. Let's go. Freunde, wir befinden uns bei der ersten Station und zwar werden hier gerade die Kartoffeln geliefert. Ey, das ist so krass, dass es nicht irgendwie eine Kooperation mit Chio Chips oder sonst was ist. Der macht einfach seine eigenen Chips, das ist wild. Also ich sag's euch mal so, Leute, Lebensmittel in Deutschland zu releasen, ey, da ist so viel, steckt da dran. Das ist unglaublich insane, was man da alles beachten muss. Das ist so geisteskrank, Mann. Dicken Respekt an Rob an der Stelle. Wir haben ganz, ganz viele Säcke und in einem Sack sind 1,3 Tonnen Kartoffeln. Und wo diese Kartoffeln hinkommen, das sehen wir jetzt. Let's go. Adi, danke schön für deinen Verlängerung. Okay, Kuss. Freunde, jetzt wird's spannend. Was befindet sich hinter dieser riesigen Tür? Genau, ganz viele Kartoffeln. Und eine Sache fällt sofort auf, denn wir haben hier grünes Licht. Die Kartoffeln werden hier nur kurz zwischenzeitlich gelagert. Und das grüne Licht sorgt dafür, dass die Kartoffel nicht keimt. Ganz wild, Digga, ganz wild, wie aufwendig sowas ist. Das ist richtig krass. Nochmal, also so ein eigenes Produkt rauszubringen, da muss man richtig hinterstehen, Digga. Finde ich krass. Damit die so frisch wie möglich bleibt, jetzt kommt vielleicht der erste besondere Punkt an meinen eigenen Chips, denn... Alle Kartoffeln sind einfach vergammelt. Seid ihr bereit? Wie ihr sehen... Die sind riesig, Digga. ...könnt, haben wir richtig, richtig große Kartoffeln. Und ihr könnt das sehen, Freunde. Schaut euch mal an, wie riesig diese Kartoffel ist. Ihr werdet auf jeden Fall später mehr erfahren. Lasst euch überraschen. Lasst uns jetzt erstmal schauen, wohin diese Kartoffel geht. Let's go. Hier haben wir unseren Kartoffelsack und der wird jetzt in die Waschstraße geschickt. Komm. Digga, immer wenn ich mein Auto in die Waschstraße tue, dann wird immer mein Reifen von der Waschstraße aufgeschnitten. Mal mit. Lass uns den Sack mal waschen. Gentechnik ist da, ich glaube nicht, Digga. Waschen.
Als ob Rob dieses Ding so bedienen durfte, Digga. Erstes werden die Kartoffeln einmal richtig gut durchgeschüttelt und dabei von Dreck und Erde befreit. Finde ich ein bisschen schade persönlich. Ich bin der Meinung, Dreck und Erde tragen zum Gesamtaroma des Kartoffelchips bei. Anschließend fahren sie mit dem Aufzug Richtung Waschstraße. Damit für meine Chips auch nur die größten aller Kartoffeln verwendet werden, werden alle kleinen einfach verbrannt und vernichtet. Hier die großen Kartoffeln extra für mich aussortiert. Kartoffeln, die für meine Chips zu klein sind, werden jedoch nicht weggeschmissen, sondern für andere normale Chips verwendet. Schade. Ich fände es cooler, wenn die weggeworfen werden würden. Im nächsten Schritt werden die vorgereinigten Kartoffeln maschinell gewaschen und geschält. Aha. Damit dabei auch kein Fehler passiert, geht es danach direkt zur Kontrolle. Das ist immer noch so unglaublich, Digga, dass dem seine eigene Produktion quasi... Also klar, ist nicht dem seine Produktion, aber das ist quasi... Also, der hat das nicht mit irgendeiner Firma gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Hier kommen die gewaschenen Kartoffeln an und werden nochmal per Hand kontrolliert und aussortiert. Und was mit der gewaschenen Kartoffel passiert, das sehen wir da hinten. Kann man nicht einfach so eine ganze Kartoffel frittieren und das ist dann ein Chip? Alle Kartoffeln, die den Qualitätscheck bestanden haben, werden mit dem Förderband zur Schneidemaschine transportiert. Um die perfekte Dicke für die Scheiben zu finden, haben wir monatelang verschiedene Dicken für die Chips getestet. Krass, Digga. Das ist halt, wie gesagt, genau das. Also halt wirklich unglaublich geisteskranker Prozess, ne? Das war tatsächlich komplizierter, als es klingt. So mussten wir zum Beispiel auch mit einberechnen, dass Kartoffeln beim Frittieren leicht schrumpfen. Mhm. Angekommen werden die Kartoffeln mit Hilfe von Zentrifugalkraft in perfekt dicke Scheiben geschnitten. Also das Rezept habt ihr jetzt schon mal. Ihr braucht Kartoffeln und diese Scheibendicke. Dann könnt ihr die quasi selber machen. Hier fallen jetzt die perfekt geschnittenen Chips raus. Und Freunde, es war wirklich eine Wissenschaft für sich, die perfekte Dicke zu finden. Crispy Rob muss auch knusprige Chips rausbringen. Mhm. Und die hier werden richtig knusprig. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu meinem Lieblingsschritt, dem Frittieren. Ich hoffe, dass die vegan sind, oder? Werden die ja safe sein. Hier fallen gerade die Chips in den Kessel. Als ob das so aussieht. Ich habe mich immer gefragt, wie Kartoffelchips gemacht werden. Also real talk. Als ob das wirklich eine riesige Fritteuse einfach ist. Denn wir produzieren Kesselchips und schaut euch das mal an, wie die hier bei 160 Grad 5 Minuten lang frittiert werden, damit wir das... Ah, okay. Sonst ist es eine Heißluftfritteuse, glaube ich, wo die durch so ein Band durchfahren. Ne? Das sind Kesselchips. Ja, macht Sinn. Die werden in einem Kessel frittiert. Klar, dass die Kesselchips heißen. Revi, du dämlicher Idiot. Perfekte Knusprigkeitslevel erreichen. Mein Herz geht auf, Freunde. Ich würde ja fast hinterher springen, aber ich glaube, das ist zu heiß. 100 Likes und ich schwimme da drin. 100 Likes und ich schwimme da drin. Ich sag's, wie es ist. Hier muss ich, glaube ich, bald meine Videos drehen. Nein, musst du nicht, weil du stinkst du den ganzen Tag nach Fett. Praktischer. Freunde, gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, wenn ich mir so eine Fritteuse für das Haus anschaffen soll. Ich weiß nicht, was du mit so einer Fritteuse willst. Aber man könnte ja einfach lebendige Menschen frittieren. Ist echt praktisch. Nach dem Frittieren... Boah, die sehen echt schon geil aus, ne? ...die Chips ab und werden getrocknet. Dabei erhalten sie ihre Crispiness. Ihre Crispiness. Anschließend geht es weiter zur nächsten Station. Fühlt ihr Chips, wo noch die Schale dran ist? Findet ihr das auch geil? Das sieht, finde ich, viel, viel geiler aus irgendwie. Fühle ich schon, oder? Ganz ehrlich, wenn diese Schale noch da dran ist, mag ich persönlich schon, wenn ich ehrlich bin. Ich esse auch meine Eier, also ich bin generell jemand, ich esse alles mit Schale. Meine Eier, mein Bounty, ich esse auch immer bei so Softgetränken, esse ich die Dose auch mit. Ihr dürft nie vergessen, alles wo eine Schale hat, also auch so Joghurt zum Beispiel, da sind die Vitamine im Joghurt, in der Plastikschale. Das darf man nicht vergessen. Immer die Vitamine mitessen, die Schale. Man lernt bei mir im Stream. Hier kommt... Bro, diese Ding hier, guck mal das hier. Anschließend geht es weiter zur nächsten Stadt. Guck mal, jetzt Achtung hier. Das Ding hier shakt dir den Arsch genauso wie Shirin David. Das richtige. Shirins Arsch David, ja, genau. Hier kommen die Chips gerade aus der Fritteuse und haben eine Resttemperatur von 70 Grad. Und Freunde, ich habe meinen Mund verbrannt. Die sind so knusprig. Aber natürlich fehlt hier noch das Gewürz. Und ihr könnt ja jetzt in den Kommentaren mal raten, was für Geschmackssorten wir rausbringen werden. Denn bitte LSD, Toilettenstein, Smiley unterm Arm und safe irgendwas mit Käse. Es ist Crispy Rob. Das sind noch ungewürzt. LSD-Geschmack, bestimmt richtig wild, Digga. Chips und die nächste Station. Kokain-Geschmack, yummy, die machen süchtig. Und ist die Würzmaschine.
Hoffentlich kommt jetzt nicht mit sowas ekligen wie Currywurst oder Fanta-Geschmack daher, Digga. Einfach Hammer. Da wieder Shirin David. Doggy, Doggy. War Katja. Freunde, hinter dieser Tür passiert die große Magie. Die legendäre Gewürzmischungsmaschine. Und da werden wir jetzt auch gleich erfahren, was die erste Sorte unserer Chips ist. Zigarettengeschmack, Digga. Die Chips schmecken einfach nach Marlboro. Rein damit! Lass uns mal reinschauen. Hier drin ist es echt nicht einfach zu atmen, weil sich die ganzen Gewürze in der Luft sammeln. Und das geht richtig tief in die Nase rein. Hier. Ich habe 2 Stunden lang habe ich Curry gehustet. Hier haben wir unsere erste Gewürzmischung und das ist Paprika. Okay, Standardgeschmack, Paprika, immer geil. Paprika und gar nicht Chips, aber mäßig, ich fühle sehr. Einfach nur super. Wir haben hunderte Mal die Gewürzmischung verändert, um auf den perfekten Paprikageschmack zu kommen. Dabei muss man beachten, dass wir nur natürliche Aromen haben, keine Konservierungsstoffe und keine Geschmacksverstärker. Also wenn ich ein Produkt rausbringen würde, bin ich ganz ehrlich, ich würde keine natürlichen Aromen haben, nur Geschmacksverstärker, eine Menge Konservierungsstoffe und Mikroplastik. Mikroplastik ist gesund. Lasst es euch von mir sagen, Mikroplastik tut den Magen reinigen nachträglich und sorgt für innere Blutungen, aber das ist dann nicht mein Problem. Dieser Paprikageschmack ist was ganz Besonderes. Gleich erfahrt ihr auf jeden Fall auch noch, was die zweite Geschmackssorte ist. Hier kurz zur Maschine. Hier sieht man, wie quasi die Gewürzmischung auf die Chips fallen. Ich schwöre, das ist ganze Sendung mit der Maus-Sendung hier gerade, Digga, wo ich reinschaue. Ganz, ganz wild. Und diese werden dann hier in die Fächer sortiert. Und sobald das Fach ein Gewicht von 120 Gramm erreicht, fallen diese Chips runter und werden unten dann verpackt. Lass uns das mal unten angucken. Let's go. Okay, Freunde. Der ist einfach durch die Decke gesprungen. Habt ihr das gesehen? Crispy Drop. Der. Der ist durch die Decke, der kann zaubern. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, denn ich verrate euch, wie meine Marke heißen wird und was die zweite Geschmackssorte ist. Hier wird die Verpackung gerade verschweißt. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Meine eigene Chipsmarke heißt Crispies. Crispy, Crispy, Crispy Robs. Robsy, Robsy Crispy, Crispy, Robsy. Ja. Jetzt wird's spannend. Rob's Chips, wie sie sein sollten. Geil. Sour Cream. Und das ist ein sehr, sehr geiles Design. Das ist ein sehr, sehr geiles und cleanes Design. Und wisst ihr warum? Weil keiner weiß, dass diese Chips von Crispy Rob sind. Das ist geil. Das ist geil. Die könnten so im Rewe stehen und die haben ein so ansprechendes Verpackungsdesign, die würde ich sofort mitnehmen. Die würde ich sofort mitnehmen. Sour Cream jetzt vielleicht nicht, da habe ich mich in der Jugend echt bei Pringles mit überfressen. Muss ich ehrlich sagen, ich habe mal 2 von diesen Rollen Sour Cream Pringles gefressen und danach 3 Bier getrunken und dann einfach gekotzt. Das war wirklich der schlimmste Abend in meinem Leben. Aber das Design ist sexy, Digga. Rob, das ist wirklich ein geiles Design. Das hier ist unsere zweite Geschmackssorte. Schaut euch einfach die... Das ist so ein bisschen so homemade, Rob's Chips, wie sie sein sollten. Das könnte so... Die Geschichte erzählt so, eine kleine Brennerei im Osten Deutschlands hat die eigenen Chips herausgebracht und wir haben eine Firmenphilosophie. Rob's Chips, so wie Chips nun mal sein sollten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so wie Craft Beer, das hat so einen Selfmade-Aspekt, versteht ihr? Die Tüte an, die ist einfach nur mega geworden. Mir fällt gerade ein riesiger Stein vom Herzen, das erste Mal meine eigene Chips-Tüte in der Hand zu halten. Mir fällt ein riesiger Stein von der Niere, Alter, ist das normal? Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. An dieser Stelle auf jeden Fall nochmal danke an euch da draußen, denn ohne euch wäre diese verrückte Reise in meinem Leben gar nicht möglich gewesen. Es ist einfach nur ein epischer Moment. Meine Chips heißen Robs, so wie ich. So, und jetzt noch ein paar Infos, wo man die wie wann bekommt. Also Freunde, let's go. Auch wild, dass der direkt ein Jahr später Robs Kokain, wie es sein sollte. Ich würde es nehmen. Jetzt direkt auch krass, er hat sofort einen Deal mit einem Handelspartner, also große Handelsketten oder sowas wahrscheinlich, ne? Die Chips werden jetzt auf jeden Fall schon mal gepackt, damit die so schnell wie möglich nach Deutschland kommen. Und Freunde, folgt auf jeden Fall dem Rob's Originals Instagram-Account für alle Informationen, wie, was, wann passiert. Ja, Digga, wann kommen die raus? Erzähl, Mann. Einfach den obersten Link in der Infobox anklicken und ich zeige euch jetzt noch schnell, wie die Paprika-Chips aussehen. Und hier haben wir jetzt die... Okay, finde ich cool. Geiles Design. Ich mag die Trays, muss ich ehrlich sagen, nicht. Die sehen...
Ja, wobei doch. Also ich find's immer geil, matt-schwarz gibt direkt nach Verpackung etwas Edles. Das hat irgendwie direkt was. Wisst ihr, was ich meine? Spannendere Sorten erwartet. Nee, passt mal auf. Das ist gar nicht so unklug, denn ihr müsst jetzt mal überlegen, der sucht den Markteinstieg erstmal mit einer Geschmacksrichtung Sour Cream und Paprika, die man kennt, die generell gut funktionieren, die beliebt sind. Und ich denke, später werden noch weitere Geschmacksrichtungen dazukommen. Weiß ich nicht. Zum Beispiel Dimas Russenchips, keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine, so, ne? Da kommt sicherlich noch was dazu. Also von daher, clever gemacht, Rob, wirklich. Also, Digga, kannst du proud of you sein? Extremes Feedback, extreme Props von mir an der Stelle. Kuss, Bruder. Die fertigen Chips auf meiner linken Seite, die Sour Cream. Die Sour Cream sind nicht vegan, nehme ich an. Die Paprika weiß ich nicht. Wäre eigentlich klug gewesen, wenn sie vegan wären, muss ich ehrlich sagen. Auf meiner rechten Seite die Paprika. Und Freunde, schaut euch einfach mal an, wie geil die aussehen. Hier. Die sehen wirklich gut aus. Es ist krass. Es ist krass. Alle YouTuber haben mittlerweile eigene Brand oder sowas. Und das Problem ist, Leute, ich könnte niemals eine eigene Brand haben, weil ich stehe wirklich nur ein Toiletten. Ich? Oh mein Gott. Geschäftsidee. Leute, ich mach eigenes Toilettenpapier, Digga. Ich mach eigenes Toilettenpapier, weil mein Content, so wie mein ganzer Channel, ist einfach für den Arsch, Digga. Und das Toilettenpapier heißt einfach für den Arsch. Das heißt einfach für den Arsch. Das heißt für den Arsch und es gibt eine Sonderedition mit meinem Gesicht und dem Evive-Gesicht drauf. Digga, Recycling-Toilettenpapier, richtig schön weich, siebenlagig, Digga, wo man auch richtig schön, da kann man nicht durchpieksen mit dem Finger. Eigenes Toilettenpapier mit Köftegeruch. Wie geil, dein Arsch riecht einfach nach Köftespieß, let's go. Hier bei der Paprika. 10.000 Daumen hoch, ich fange an, ich mach's. 10.000 Daumen hoch auf dieses Video, ich mach eigenes Toilettenpapier. Jetzt gesichert, wenn mir das irgendein dummer YouTuber draußen kommt, ich schwöre, oh Mann, komm, Abmahnung, kommt Christian Solmecke mit mir. Mit dem roten Rand und bei der Sour Cream Variante mit dem grünen Rand. Ich werde euch die Tage auf jeden Fall erzählen, was noch so besonders an den Chips ist. Gleichzeitig erzähle ich euch auch jetzt, wann sie rauskommen, denn ab dem 9.7. sind sie exklusiv bei Kaufland erhältlich. Ich glaube, es gibt in Köln Kaufland. Packt es euch auf jeden Fall richtig fett in den Kalender ein, falls ihr auch noch eine Tüte haben wollt. Ey, die kommen ja nächste Woche schon. Ich mach einen Test. Ich esse 24 Stunden lang nur Crispy Rob Chips. Dann habe ich halt fett und dann. Ich bin einfach mega glücklich. Bro, ich schwöre dir, fettes Feedback jetzt, also nochmal fette Props von meiner Seite, auch wenn ich hier die ganze Zeit rumjoke. Rob, du darfst ehrlich stolz auf dich sein, Bruder. Kuss auf dein Auge, du hast es dir wirklich redlich verdient, Mann. Ich hoffe, dass das Ding durch die Decke geht und inshallah, du wirst damit Millionär, Alhamdulillah. So viel Arbeit, so viel Mühe steckt in diesem Projekt drin. Ich darf sie jetzt endlich in meiner Hand halten. Einfach nur geil. Freunde, danke für alles. Wenn die bei Kaufland gut laufen, 10er, dass die dann auch irgendwann zu Rewe und anderen Märkten kommen. Ich hoffe, die Chips werden euch schmecken, wobei ich mir ziemlich sicher bin, wenn Crispy Rob Chips macht, dann werden sie auf jeden Fall Crispy Rob-mäßig geil. Also Freunde, das sind die Robs. 9.7. bei Kaufland. Vielen Dank für alles. Wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Video. Macht es gut. Ciao. Geil, Bro. Geil. Geil. Einfach nur geil. So krass, Digga. Ich find's so krass, dass alle meine Homies, alle meine Leute um mich herum wirklich solche Sachen die ganze Zeit machen. Ich sitze hier einfach in meinem Keller und schreie einfach andere Leute an. Ich bin so ein verdammter Idiot. Kaufe eine 6-mal in Köln. Okay, ich kaufe. Ich kaufe 20 Packungen davon, so Paletten, und dann verteile ich die in der Innenstadt. Ich mache mein eigenes Klopapier. Ich sag's euch, wie es ist. Wild. Wild. Wild, 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 Rob. Wirklich. Ganz, ganz krasse Nummer. Nice one, Digga. Nice. Geil, Digga. Sehr, sehr geil. Bro, du darfst stolz auf dich sein. Kuss auf dein Auge. Wirklich eine geile Nummer, Digga. Wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es mir ein Stück weit denken können. Aber das ist schon ein Stück überraschend so. Wisst ihr, was ich meine? Also schon krass. Eigenes Toilettenpapier. Alhamdulillah. Es wird kommen. Ob ihr wollt oder nicht, Leute. Irgendwann werdet ihr euren Arsch mit meinem Toilettenpapier wischen.